So, also nochmal zum Haus zurück. Welches habe ich jetzt gesagt? Das hier, ne? Das da, genau. Eigentlich habt ihr da auch genug Platz tatsächlich, um Aber mehrere nicht. Autos, hinzustellen, meine ich. Check, check. Check. Weißt du? Also im Prinzip könnt ihr hier auch noch mehrere hinstellen, aber ich weiß nicht, ob die Garage. Ach doch, so, doch, wenn die Renovierung hier abgeschlossen ist, dann müsstet ihr auch hier hinten reinkommen, oder? Wäre schön. Meine ich. Also Auf jeden Fall müssten. genug Platz. Ja, deswegen, hier wäre auch nochmal richtig viel Platz. Ich könnte es ja easy so ein Squat hinstellen oder so, weißt du? Easy. Ja, mal wieder zurück aus einem Werden wir aber Offstream-Aufnahme. natürlich erst machen, wenn alle Fahrzeuge angepasst sind. Ja. Hä, warum ist denn der Body da? Ist das der Rebel da hinten oder gucke ich Das ist ein falsch? Rebel, ja, das ist ein Ach, Rebel. so, den haben wir noch nicht gemacht, ne? Nee. Ah, stimmt. Kleiner Flitzer. Ich nenne ihn liebevoll Hornisse. Ach, scheiße, Freddy? ich muss mich nur umziehen, Komm ne? mal mit, Freddy. Ich habe mich jetzt umgezogen, weil ich mir dachte, wir wollen ja gelb sein, ne? Ich brauche Ja, noch irgendwelche Schuhe dazu. Hast du gerade irgendwie Willst spontane du mal Art? mit reinkommen? Dann kann ich mich umziehen gehen. Ja. Ich und Rebecca gehen kurz ins Haus und umziehen. Also ich bin ja umgezogen. Ja, ich sag uns. Okay. Ihr könnt schon mal die BMs rausholen, nach vorne stellen, wenn ihr Bock habt, so. Schlüssel, wo bist du? In meinem Tsch hier. Ratsch. Ratsche Fatsche, so. Ich zieh mich hier um, glaube ich. Ja, So, mach das. was zieh ich denn an? Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich voll schick. Ja, ich weiß, aber es ist halt leider nichts so. Das ist unsere Arbeitsuniform. Ich hab jetzt einen Badeanzug an, weil wir die ganze Zeit im Reisfeld da beim Meer standen. Ja, irgendwas Gelbes halt, ne? Ich überlege, ob ich einfach nur das Oberteil. Wo ist denn? Ich habe wirklich zu viele Sachen, ich sag's dir, ne? Wir gehen schnell Freddy Munition kaufen. Vielleicht, was denn? Kannst du ihm sagen, dass ich auch so 10 bräuchte für die SNS? Ich weiß nicht, ob ich die MK mitnehmen soll. Ich habe Ach so, ich habe noch. für die SNS habe ich noch 36 Schuss. Okay, ich habe 12 oder Tesso 13. hat mir letztens 20 gegeben. Wie Ich kann dir da noch sowas. welche abgeben, Okay. also. Ich finde. Ach so, doch. Nee. Ich sollte noch mal zu einem ATM. Ich habe irgendwie $500 dabei. Ja, ich mache auch vorher noch leer, eben. Ah, Sport. Oh ja, okay. Also ich könnte das hier machen. Das sieht einfach cute aus, irgendwie, finde ich. Oder so? Nein, so nicht. Es klingelt an meiner Tür. Was Ja. ist denn das? Keine Ahnung, ich habe gerade kein Oberteil. Ja. Ich komme ja schon. Mensch, ich will mich gerade umziehen. Jetzt warte doch mal. Muss ich hier halbnackt raus wegen dir? Und einmal klingeln reicht. Doch. Mann, nee, jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Megan, kannst du ein Stück weiter gehen? Danke. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Also der Pullover sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Ich könnte natürlich auch sowas hier machen. Oh, die Jacke finde ich auch schick. Die hatte ich heute Ja. Morgen auch an. Echt? Gar nicht gesehen. Nee, also heute Nacht hatte ich die an, weil es so kalt war. Ich würde die Jacke anziehen tatsächlich. Was meinst du? Sieht auch nicht schlecht aus. Dazu gelbe Hose oder so? Ja. Eventuell. Oder. Oh, was natürlich auch. Warte. Oh Gott. Nee. Nee, nein. Nein. Was Echt Gelbes. nicht? Nein, wir wollen jetzt Ach, was. Mann, ich sehe so gut aus gerade. Ja, ich weiß. Wie eine Vorstadtmutti. Oh, das sieht. Oh. Das sieht auch gut aus. Aha, wo ist denn. Ich hab doch. Hab ich nicht? Oder doch? Schon, hä? Wo ist denn meine gelbe Hose?
Wir haben Nacht, ne? Mhm. Schwierig. Ich weiß nie, was ich dazu anziehen soll, ehrlich gesagt. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ehrlich? Ich find's echt schick. Ehrlich? Ja. Guck mal mit Po an. Ja, ist halt eine zweifarbige Hose, ne? Also. Ich finde die Hose echt cool. Ich hätte sie mir auch fast geholt, aber. Ich hab die schon so lange. Ich weiß immer nie, was ich dazu anziehen soll, ne? Ja. So jetzt. Ich überlege, ob ich die Schuhe so lasse oder doch lieber andere nehme. Nein. Die, oh, gar die Schuhe waren aber schick. Ich weiß, aber damit gehe ich doch jetzt nicht raus auf Jagd. Ja, klar. Ich hätte gerne noch irgendwelche schwarzen Boots. So? Oh, die sehen schick aus. Oder? Nee. Hm. Die davor. Hä? Nee. Mhm, die davor. Also nicht, also die davor, davor. Die hier? Mhm. Okay. So, nehmt ihr mich mit, ja? Ich nehme dich immer mit, also. Mhm. Hörst du dich auch noch umziehen, Maggie? Ich hab nix. Wie, du hast nix? Gar nichts? Ich hab dir doch ein paar Sachen gegeben. Ja. Willst du die wenigstens mal anprobieren? Mm-mm. Ich kann dir, möchtest du vielleicht eine, möchtest du die gelbe Lederjacke haben? Die kann ich dir auch geben. Nee, alles gut. Sicher? Ja, ja, ich gehe irgendwann kann ich mir schon welche kaufen. Wir teilen doch aber. Ja. Ja. Das machen wir. Ich finde deine Handschuhe echt hübsch, Maggie. Du hast auch Wäsche im Schrank, wenn du Wäsche willst, ne? Ja. Ja. Mhm. Hast du. Oh, da muss ich wieder raus. Ich muss so mein Waffenarsenal, glaube ich, immer. Ich muss tatsächlich mal so weil, Schrank. Maggie weiß. Ja. Das erste Mal, dass ich die Hose wirklich anziehe, ne? Weil ich irgendwie nie weiß, wie ich die kombinieren soll. Aber ich finde die eigentlich. Doch, sieht gar nicht so scheiße aus gerade. Naja, geht auf jeden Fall schlimmer. Ich werde mal. Ich brauche jetzt nämlich nicht so viel. Fantu, achso. Warte mal, das Messer packen wir weg. Die Machete lasse ich dabei. Dafür packe ich. Dafür packe ich, aber Brechessen brauche ich. Das ist. Wo seid ihr denn alle? Ach hier, Baseball. Wir sind gerade bei Nina im Haus, weil Nina sich gerade umzieht. Aber wir kommen jetzt auch raus. Alles klar. So. Die Machete kann dann hier rüber. Schaffe ich das alles hier vorne reinzustopfen? Ich müsste das echt. Ich glaube, ich packe das alles vorher aus. Das macht ja sonst keinen Sinn. Wasser, Essen hätte ich genug dabei. Knarre passt. 199 Dollar passt auch. Biba, Bobbycar. Ich war mit meinem Bobbycar. Wo ist Rebecca denn hin? Ist schon mal raus zu mir. Ach so, hast du gewartet? Ja. Brauchst du Essen, Trinken? Nö. Nee. Wir haben heute Morgen war ich ja ein bisschen. Ich hätte fast die gleiche Hose angezogen, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ich bin ein Tiger. Ich traue mich nie, diese Hose anzuziehen, ne? Ich finde sie echt schick. Ja, aber die ist so schwierig zu kombinieren zu irgendwas, ich schwör's dir. Hä? Ja. Finde ich gar nicht. Findest du nicht? Oh, ich habe schon, also nach gestern habe ich endlich Oberteile dazu, ne? Aber ich habe jetzt bestimmt die Hose seit 3 Wochen oder so. Ich wusste nie, was ich dazu anziehen soll. Habt ihr genügend Essen und Trinken dabei? Das ist wichtig. Oh ja, auf jeden Fall. Also da sind, hast du? Wer braucht? Der. Achso, wir haben auch ein Burrito. Vorne haben wir auch noch ein Burrito. Sachen. Achso, wir haben es im Torus. Oh, jetzt habe ich den ganzen. Ich schmeiß mal mein ganzes. Ja, also ich schmeiß das. Ich schmeiß das. Ja, ich schmeiß das im Burrito. Ich habe nämlich auch den ganzen Shit dabei. Willst du fahren? Okay, fahren. Natürlich. Okay. Mal auf. Na, das ist nicht auf. Okay. Rast halt aus, oder? Oh, wie schön, das hat keine Fensterscheiben, die ich kaputt machen kann. Rast halt aus. Ich stell den jetzt gleich. Wo soll ich den dann hinstellen? Stell den einfach hier hin. Passt so. Ja, passt. Aber siehst du, wie toll er aussieht? Ja, ich weiß, wie toll er aussieht. Wie eine kleine Hornisse. Ja.
Nee, okay. Ich dachte gerade, dass wir ein Niners. Ja, denke ich auch gerade. Was? Hände hoch, aber ganz schnell. Aha. Was geht? Oh, Jay! Hallo! Hi. Steck mal aus! Kommt mal runter, sagt man Jay, hallo! Dann nehmen wir die alle hops. Hallo! Komm mal runter, sagt man Jay, hallo! Die sind hier unten. Na, wie geht's dir? Ja. Ich bin gerade noch unterwegs. Achso. Was geht ab? Wir sind gleich unterwegs. Ich das bisschen. Ihr seid gleich unterwegs. Aha. Hallo, Jay. Was wollt ihr denn machen? Ach, wie ich deine Stimme immer vermisse, ey. Das ist so gut einfach mit dir, weil ich krieg immer gute Laune, wenn du kommst. Es sei denn, du willst mich abstechen, dann nicht. Dann wird's schwierig. Ja. Was wollt ihr denn machen? Dass ihr gleich los wollt? Sachen. Okay. Wir machen Sachen. Wir sind ja gerade 7 oder so, glaube ich, ja, ne? Sag mal Bescheid, dass wir dann da hinkommen können zum Hops nehmen. Aha. Aha. Was hast du denn für einen stylischen Hut eigentlich auf, Jay? Mein Angelhut. Na, Angel. So ein Ding ist das. Wenigstens kannst du Hüte tragen. Na. Ich leider nicht. Das sieht immer crazy aus. Ja. Aha. Woran das wohl liegt? Guck mal, da kommt dein Schwesterherz. Ach nee, danke, ich weiß, wie die aussieht. Hallo, Maggie. Ja, natürlich. Okay. Habt ihr den Rest von euch gelassen? Seid ihr die Einzigen gerade? Nee, Tyrese ist hot, glaube ich. Oder fährt rum. Ach so. Oh, jetzt wird es immer mehr Frauen. Ist aber schwierig jetzt. Seid ihr wieder nur Frauen da heute? Nee, wir haben noch, wie viel sind wir gerade? Noch 2 Männer? 3? Ich weiß gar nicht, wer ist gerade draußen? Oh, richtiger so? Girls Club. Aha. Der gelbe Girls Club. Vorsicht, bissig. Na, ich bin ja schon ein Tiger. Rar. Was war das? Oh, scheiße, was war das denn? Okay. Ja, und was macht ihr? Chillt einfach nur, oder was? Rumfahren? Ja. Geil. Sieht man dich gar nicht mehr arbeiten, ha? Nein. Hab ja gesagt, nachdem ich mein Auto habe, stelle ich mich da sicherlich nicht mehr hin. Willst du nichts anderes machen? Also kein anderes Auto haben, meine ich, nur das hier? Ja, das ist, hole ich mir vielleicht, wenn ich genug Leute hab's genommen hab. Mhm. Willst du mir holen? Weiß ich noch nicht. Hm. Die wollen uns Hops nehmen, haben sie gesagt mir. Mhm. Ja. Okay. Hops. Okay. Hände hoch. Händchen hoch. Sicher? Er weiß nicht. Sicher. Warst du duschen? Natürlich. Ich habe mich gerade umgezogen. Ich bin gerade frisch umgezogen. Okay. Aha. Na, okay, aber dann darfst du die Hände hoch machen. Oder danke. Rentiert sich immer? Jetzt gerade? Ich habe nie viel Geld dabei. Ich hab nie viel Geld dabei. Wer mit viel Bargeld rumrennt, ist lost. Ja, und wie geht's den anderen 3 Damen so, die nicht mit uns reden? Ich kann auch mal Platz machen. Ja. Werte Damen. Rebecca ist auch immer fleißig am Arbeiten. Mhm. Ja. Rebecca und Jay sind voll das Dreamteam. Ich hab schon zu Nate gesagt, zusammen würden die Millionen machen. Wahrscheinlich. Also ich kann dir immer noch sagen, wie viel ich für 10, also wie lange ich auf dem Teefeld stehe für 10.000. Ja, machen ja keinen Tee. Nicht mehr das so nicht. Oft zumindestens. Nee. Was denn? Was anderes? Was Heißes? Was Heißes? Wie kocht ihr den Reis direkt? Genau! Und dann verkaufen wir ihn an Onkel Ben. Mhm. Aha. Die machen ein bisschen Lais. Zahlt der Onkel. Ente mit Lais, ja. Aha. Aha. Ente mit Lais. Verkaufst du direkt an deinen Shop-Typ da unten. Ja. Der ist voll lecker. Ente mit Lais los, kaufen 10 Dollar. Genau. Rebecca, wir verbringen zu viel Zeit miteinander. Das ist nicht wir verbringen gut. Wirklich viel Zeit. Das ist nicht gut. Geh aus meinem Kopf raus, ich fühle mich beobachtet. Der Tee macht es geklappt. Tee?
Eben gerade waren wir beim Tee. Ja, 10 Minuten oder so. Keine ja, Ahnung. Das reicht schon. 10 Minuten Tee machen wir so behindert. Wieso? Ich muss doch weiter im Puls. Das ist doch gar nichts. Also die 300 Dollars. Ja, das fing ja. Oder 200. Ich habe ja heute schon genug gearbeitet. Wie viel hast du denn heute gemacht? Einen halben Jule. Ich glaube, da muss ich mal demnächst 10% Steuern nehmen. Ich habe schon von gehört von Nate. Waren aber 20. Ich habe schon bei Nate davon gehört. Ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach all day long unten an den Verkäufer hin und nehme einfach 10% von allen. Aha. Neinersteuern. Die Neinsteuer, genau. Genau. Naja, dann doch nur 9%. Am Arsch, den haben wir. Ab morgen müssen wir nicht mehr auf dem Feld stehen, also macht ruhig. Warum? Warum? Ich höre ein Auto. Oh, es ist gelb. Auto. Oh mein ein Gott. Ein gelbes Auto. Oh mein ist Gott. Das ist der komische gelbe Chef da. Ich mag den voll, ja. Ich mag den Chef da übel. Okay. Ich finde den super. Nicht mein Geschmack. Wieso nicht? Weil es erstens nicht der ja, es ist jetzt nicht der Oberknaller, aber für den Anfang, ja du, der V12 und der Normalchef, da haben wir wohl kaum Unterschied außer dem Motor. Ja, und also. Die kleine hintere Heckscheibe, ja, Ola. Die machen den Unterschied. Ola. Kleinere Heckscheibe. Ja. Mhm. Die hat noch solange so eine Minischeibe. Solange du nicht reinmontieren kannst, bringt das nichts. Also ich sag dir ganz ehrlich, das Geld, was du dir sparst, um V12 zu kaufen, das stecke ich hier woanders rein. Yep. Weil das nee. Ist das ist. Hä, wieso in dich? Der sieht einfach. Was habe ich davon, in dich zu investieren? Hast du Bitcoin oder was? Ja. Hast du Aktien, die du mir verkaufen ja, kannst? Ja, natürlich. Aha. Kennst du sie nicht, die J-Coins? Ja, halt wirklich. Nee, kenn ich nicht. Das ist die J-Aktie. Aha. 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 Das ist interessant. Mhm. Bieber. Oh Gott. Ich will das die ganze Zeit summen. Hm. Ja. Und ihr, was wollt ihr jetzt noch weiterfahren oder was? Rumzählen, Hutz ausspähen oder wie? Ja. Alright. Easy, dann gönnt euch mal. Beobachten. Beobachtet. Wir beobachten, was die anderen so in der Stadt machen. Oh, ich bin vorhin bei dem Platz vorbeigefahren. Das ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, 3 Bodies. Ja, und der Camacho, Alter. Ja, den habe ich aber nicht gesehen. Ja, vielleicht stehen sie wieder auf dem Feld. Vielleicht. Wer weiß. Also vorhin habe ich auf bei den Erdbeeren glaub, nur einen scheiß Burrito gesehen. In Rot? Nee, so ein beige, heller, weißer. Ach so. Aber der hat also da oben ist, glaube ich, niemand. Ja gut, dann werden wir mal aufbrechen, würde ich sagen, ja? Mhm. Andele, andele. Abgehoben und seid ihr geworden, ne? Piesen, was für abgehoben? Weiß. Wir haben zu Richtig tun jetzt. Abgehoben. Wir haben zu wollt tun. Ihr, wollt ihr mitgehen? In der Theorie würde ich sagen, ja. Praktisch, praktisch ist das schlecht. Praktisch wird das wahrscheinlich eher weniger. Wir stellen Ihnen alle schöne Grüße. Ja, mache ich. Wir sehen uns. Tschüss. Viel Spaß, ihr beiden. Tschüss. Biba, Nina, du wolltest zum Burrito. Ach ja, ich wollte zum Burrito. Da sagst du was, du hab ich fast vergessen. Warum hätte es nicht nett sein können, wenn wir schon so viele sind? Aber ich dachte, du möchtest mit Nate lieber alleine sein als mit. Also der war heute schon wieder am Reißzeit, da war ich mit Tesso gerade da. Irgendwie kommt er da neulich öfter vorbei. Na cool. Das hat aber nichts zu bedeuten. Ich glaube, der patrouilliert nur, wo wer ist, so, wo wer am Hund schon ist. So bedeutend hat das gar nichts, meine ich. Ja, also weiß ich nicht. Ich nehme mal die 4 Flaschen Wasser mit. Falls irgendjemand anderes noch meint, hey, ich hab vielleicht auch Hunger. Ist das. Achso, nee, ist ja. Ah, ist da. So. Oh, geil, ich bin mein ganzen Schand hier losgeworden. Ein Glück. So, ich hab jetzt Essen und Hä? Trinken. Gar Falls nicht, scheiße. Essen und Trinken möchte, hab ich jetzt was mit. Ja, ich hab auch noch was mitgenommen. Warum hab ich denn. So, jetzt müsste ich alles drin haben. I hope so. Brecheisen, Machete, Knarre. Achso, Munition muss ich mir noch geben. Ja, Moment, ich versuche gerade meine Tasche auszuziehen. Nee. Hab ich. Ja, okay, gut.
Aha. Oh. Kann ich zumachen oder hast du schon zugemacht? Kannst du machen. Okay. Ist zu. Auch abgeschlossen? Natürlich. Okay, wartest du kurz? Dann gebe ich dir die Munition. Ach so, natürlich. 10 brauchtest du, ja? Ja, wie habe ich denn gerade in der Tasche? Warte mal, ich habe jetzt nur die Billo-Knarre dabei extra. Wo habe ich die denn? Habe ich überhaupt? Ja, ich habe auch nur die. Ja, ich habe die MK, habe ich jetzt einfach mal drin gelassen. Mhm. Okay. Okay. Dann 24. Auf in Spaß. 24 habe ich jetzt. Oh, ich freue mich so. Lass mal die BFs nach vorne holen. Ja. Bringt da einer die BF von hinten nach vorne mit? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das verteilen. Ja. Das Ding ist halt... Mia, kannst du BF fahren? So ein bisschen arschig, einfach uns hinlaufen zu lassen und wieder zurück. Wieso, wir haben doch nur die Dings geholt. Hä, wir haben die doch genau hingestellt, wo ihr gerade standet. Kannst du BF also, fahren, Mia, oder also nicht? BF ist nicht so meins, also ich fahre lieber Light. Du musst mit, also musst mitfahren. Freddy, kannst du BF fahren? Negativ. Ja, wenn nicht, dann lass Rebecca mich und dann fährst du noch, Nina. Ach ja, ich soll rauben und fahren. Erstmal fahren. Okay. Also Freddy hat jetzt auch ich muss halt auch gucken, hat auch ein Seil. Ich muss halt auch gucken, wie den Schlüssel und so, weil ich glaube, wir drei haben jetzt nur, ne? Gerade. Muss auf jeden Fall die Schlüssel nachmachen lassen. Wollen wir vielleicht erst Schlüssel nachmachen lassen? Wir müssen zwar noch eh nach oben. Ja, meine ich ja. Weil also. Es ist besser, wenn wir erstmal, dass jeder einen Schlüssel hat, falls ja. Irgendwas passiert, dass halt zur Not jemand... Boah, also dann brauche ich aber gleich ein paar Dollarus noch, ne? Ich habe noch, ich brauche für jeden, warte genau. Mal, das sind 150, sind 300, sind 450 Dollarus. Brauche ich jetzt für alle drei BF-Schlüssel. Ja, ich habe 600 noch bei mir, also... Okay, ein bisschen was habe ich auch noch, also... Ja. Dann oha, Freddy, jetzt würde ich machen müssen. Wir brauchen noch ein Seil für Mia. Ich habe ein Seil im... Body. Ja, das ist mein Body. Ein Seil habe ich. So, ja. Im Burrito, glaube ich, liegt doch noch ein Brecheisen, wenn du das brauchst. Ist mir egal. Warte mal, ich gebe dir mal... Ich habe jetzt gar keinen Seil, aber ist egal, ich brauche das ja nicht. Im besten Fall kriegt ihr das hin. Haben alle was zu trinken und zu essen? Jetzt machen wir kurz einen Stopp vorne an der Tankstelle. Was ist dein Schiff da oben, Mia? Ja. Okay. Positiv. Ich auch. Aber was dabei... Freddy, Mia auch. Ja, natürlich. Ich habe auch so viel mit, dass ich alle verpflegen könnte. Sehr gut. Okay, dann sucht sich jetzt bitte jeder einen Partner aus. Warte, woher willst du hin? Na, ich nehme eine gelbe BF, oder nicht? Ne, wohin? Ach so, also, ja, ja, sag ich dir gleich weiter. Lass mich mal, kann ich hier vielleicht irgendwie rauf? Wollen wir zwei machen oder nur einen? Kommt auf den Ort dann, würde ich sagen. Es wäre halt gut, wenn wir gleich mit zwei anfangen, weil da sind die scharf. Ja, ich weiß. Ja. Hast du denn Brecheisen? Ja, ich habe eins. Weiß, ich nicht, aber das ist im Auto, müssen wir jetzt liegen. In welchem denn? Mein ich glaube sogar im Burrito. Gegeben. Im Burrito liegt einer, ja, das kann ich dir sagen. Ich fahre erstmal in den Norden und gucken, ob Sheriff Department besetzt ist. Also wir fahren sowieso noch um, welcher ich Schlüssel machen muss. Ja. Schlüssel, Sheriff Department. Also erstmal Schlüssel. Oh, abchecken, beziehungsweise nachmachen und dann, Sheriff Department kurz abchecken. Und da müssen wir mal gucken, da war irgendwo ein Platz mit zwei Automaten. Wo ist Rebecca? Da vorne. Ich glaube, der ist im Kofferraum, Rebecca.
Ja, wer möchte bei mir mitfahren? Wer möchte bei Tesso mit? Wer möchte bei Rebecca mit? Habe ich jetzt nirgendwo gefunden. Scheiße, ich habe den vorhin noch gesehen. Chef da? War ich auch in Booty, ist einer drin gewesen vorhin. Booty? Ja, meinem. Hier nicht. Also. Mit dem da hinten. Irgendwo, wo habe ich da vorhin reingeguckt? Nee, da müssen. Nee. Doch, doch, ich habe doch vorhin Tee reingeschmissen. Ich glaube, da waren die Tränke schon drin. Oh, okay. Mhm. Hab. Sehr okay. Gut. So, ich würde trotzdem einmal zur Tankstelle vorne fahren und einmal BFs voll tanken. Ja, klar. Oh, Rebecca, das war gefährlich. So. Mach dann auch nochmal voll, Tesso. Tesso. Freddy? Ja, ich muss auch erstmal gucken, was der Tank ist. Ein bisschen Benzin. Aggressiv. Ich glaube, Freddy hat eine blaue Mülltonne gesehen. Ja, Schlüpfe kann ich gar nicht leiden. Oha, ich mag die aber voll eigentlich. Ich mag die Schlümpfe. Alle fertig? Dann fahren wir zuerst den Schlüsselmacher an, Jens. Scheiße, ich habe ja Dings Aufnahme laufen. Ich kann keine Musik machen. Schade. Ups, was war das denn? Oh Gott. Hat keiner gesehen. Das war irgendwie ungeschickt von mir. Ich hab den nicht gesehen, den Hydrant, ne? War ein bisschen komisch. Ist dir was passiert? Nein. Okay. Ich habe Angst. Nein, gar nicht, oder? Nein, nein, wir fahren jetzt nur gerade aus. Wir fahren auch nur gerade aus, Jens. Kann ja nicht so viel passieren. Guckst du ab und zu nach hinten, ob du noch die zwei anderen Maschinen siehst? Mhm. Okay. Es nervt mich vielleicht, dass du die eine Karre gelbe Xenolicht hat, ne? Was? Das nervt mich, dass nur die eine Karre Xenolicht hat. Und die anderen weiß sind. Ah. Ist nur ein Bodenwechsel. Ja, ich weiß. Hättest du mir direkt mitbestellen können. Ja, ich... Ach. Erst dachte ich ja, das geht nicht, aber naja. Ich mach das nicht, okay, Maggie? Nur für dich nicht. Okay. Nicht, dass du da hinten runterputzelst. Also wir haben alle die gleichen Karren und irgendwie ist Rebecca die langsamste. Ich weiß nicht, wie die das macht. Komisch. Das ist mir ein Rätsel. Aber Tesso ist ja auch irgendwie schneller als wir. Das liegt, woran das liegt. Vielleicht hat er super getankt. Bam, badam, badadadadam. Hoffentlich wird das heute erfolgreich. Letztes Mal war ja doch ein bisschen nervig. Magst du nicht gern BF fahren? Warten. Na, das waren die Bullen gerade gegenüber. Da sind ein paar Transporter dahinter gewesen. Und davor waren Bulle. Hab ich nicht gesehen. Ach, wir hätten vorher mal in der Stadt am PD vorbeifahren sollen, wie Idioten.
egal, die schaffen es eh nicht bis nach oben. Die Frage ist, ob im Sheriff Department einer sitzt, ne? Gut, dass sie ein gelbes Licht hat. Sieht man gut, ne? Ja, aber wenn die kommen, dann musst du halt, ne, aufhalten. Sind da eigentlich genug Leute? Eben. Wir nehmen nur zwei mit, wenn die direkt nebeneinander stehen. Sonst wir haben zu viel Frische dabei. Das ist sonst blöd. Und mich. Vergiss das nicht. Ich bin unfähig. Solange du schießen kannst, du nämlich aus Versehen in den Kopf schießen. Das ist in Ordnung. Ich hab doch nicht meine Waffe. Ach so. Aber du hast irgendwo Baseballschläger, Nein, Messer? Ich hab gar nichts mehr. Gar nichts? Nein. Warum nicht? Ja, seit der Aktion beim letzten Mal. Oh, hättest du was gesagt? Ich habe das vorhin alles in den Burrito gepackt, als wenigstens meinen Baseballschläger nehmen können. Doch nicht. Oh, ich dachte, du hast das dabei. Nö. Oh, shit, ey. Gut, ich geh schnell Schüsse machen. So. BFs also. Soll ich auch einen machen? Ach, ich mach die BF schon. Passt, warte, ich hab's ja ausgerechnet vorhin. Passt. Gut, dann gehe ich mal Motorradfahren üben, weil irgendwie fahre ich wie ein Roller. Okay. Wir brauchen das hier. Wir brauchen... Warte mal, den habe ich jetzt so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, sollte passen. Wie viel Geld habe ich dabei? 200. Koffer ist auf dem Weg zu euch. Ja, und? Wir machen ja nichts. Ach, wieso denn? Machen doch gar nichts. Ja, aber Fleck runter. Wir sind hier zum Schlüssel machen. Scheiße, mach ich die Fleck runter. So, kommst du mal zu mir? Mia? Dann gebe ich dir schon mal Schlüssel. So. Hallo? So, ich gebe dir. Schlüssel. Hab ich die denn jetzt hingepackt, warte. So, warte mal, einmal den hier. Aha. Oh Gott, das wird jetzt spaßig in meiner Tasche. Dann den hier einmal. Und den hier. Schau mal, ob du an alle drei reingehen kannst. Okay. So, warte mal. Freddy? Ja. Kommst du einmal zu mir, gebe ich dir auch Schlüssel. So, warte. Müssen dann drei sein gleich. Einmal der hier. So, Schlüssel. Der hier. Und heute einer noch. Der hier. So, hab ich auch. Schau mal, ob du alle drei benutzen kannst. So, jetzt Maggie zur Sicherheit. So, und für Maggie gibt es einen Schlüssel. Wenn du wirst, dass sie mit Schlüsselbund aussieht. Noch ein Schlüssel. Warte, da kommt noch einer. Und der hier. Schau mal, ob du alle drei Schlüssel reinstecken kannst in die. Reinstecken? In die BFs, ja, ob du die benutzen kannst. Reinstecken? Ja, ha. Ich wette, die chillen jetzt im Sheriff Department gleich. Kann gut sein, ja. Die haben uns wahrscheinlich gesehen und dachten sich so, was haben die denn vor? Gehen wir mal gucken. Ist das so offensichtlich, wenn wir mit 6 Leuten und 3 BFs hier hinfahren? Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. So, passt dann neben der Schlüssel? Passt dann das? Passt. Maggie? Ich hab mir überall reingeschoben. So, Mia, bei dir auch? Ja, passt. Gut. Dann, okay, was machen wir jetzt? Was meint ihr, sind die gerade hier oben oder eher unten? Was meint ihr? Die sind, die sind hier. Die also ich denke auch, dass die hier sind. Ich denke so, dass die irgendwie durchgefunkt haben, dass es sehr verdächtig wäre. Ja. Die Frage ist jetzt, brauchen wir Plan B? Was machen wir in der Stadt? Die sind halt schnell da, ne? Wir können noch ein bisschen abwarten.
Beziehungsweise wir können scouten, wo mal zwei wären. Nebeneinander. Ja. Ich weiß nicht, ob hier oben Perdido direkt zwei waren oder wo. Ich weiß nicht mehr, wo das, ob das dann unten Grapeseed war. Ja, das war, wo die ein bisschen weiter auseinander waren. Nee, das würde ich nicht. Aber die zwei, was du meinst, ich erinnere mich dran, aber wir müssen es schon. Waren wir beim T? Die drei? Nee, das ist too much. Das sind vier gewesen auch, glaube ich. Ist die gleiche Idee, ne? Nee, drei. Das andere war ein Parkticketing. Die ist nur der eine hier draußen. Und um rechts und um drin. Die Ecke. Oder drin, ja? Und drin auch. Okay. Meinst du, dass die zu zweit im Auto sind? Aber das wäre hier, glaube ich, jetzt schon zu auffällig. Klar, waren die zu zweit. Die sind wahrscheinlich da vorne in dem scheiß Department. Können ja mal dran vorbeifahren. Und wenn die da wahrscheinlich sein werden, können wir mal Grapeseed runterfahren. Oder hier Sandy Shores. Ich weiß nicht, wohin lieber Sandy Shores oder? Ich glaube, jetzt wäre Sandy oder die Umgebung sogar besser. Ja. Also vor allem da unten bei den Kleiderläden. Ich sehe nur einen Friseur bei Sandy Shores. Weiter südlich von Sandy Shores. In Harmony. Ja, da. Da wo der Auto. Ja, ich weiß schon. Wir können auch Harmony fahren. Auf jeden Fall zwei. Ja, wir fahren ja mal im Sheriff Department vorbeifahren und dann steuern wir den Harmony-Dings an, oder? Ja. Cool. War das hier meine? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, sieht gut aus. Der so? Soll ich dir einstellen? Schauen wir doch mal, halt mal Ausschau, ob du irgendwo ein Cop-Auto siehst. Du kannst besser rumgucken als ich. Also ich fahre jetzt direkt das Sheriff Department. Da war eins rechts von uns, glaube ich. Die waren in der Ecke gestanden. Cop-Auto ja, hinter uns. Hinter uns sind Cops. Dann fahren wir jetzt einfach die Linksstraße hier lang, oder? Autobahn. Oder Landstraße, was das auch immer hier ist. Ja, dann, folgt mir mal ruhig. Ich fahre dann in die Berge rein wahrscheinlich. Na, die fahren uns gerade hinterher. Deswegen ja in die Berge rein, da können sie nämlich nicht wirklich hinterher. Sag, wenn ich zu schnell bin. Und wir haben noch nicht mal was gemacht, Alter, weißt du? Richtig nervig. Sollen wir die gleich hops nehmen? Weiß nicht. Um die Ecke irgendwo und dann direkt stehen bleiben? Schwierig hier, die nächste Ecke dauert noch ein bisschen, bis die nächste Ecke kommt. Also, ich soll ausrichten, mit drei Neulingen würde sie gerne nichts machen. Rebecca. Wer wird nichts machen? Rebecca würde davon absehen, jetzt direkt was zu machen, zwei Polizisten. Ich weiß. Deswegen, ja, wir sind, mir? Die folgen uns. Bullen kommen. Ja, die waren noch gar nichts. Wir können wohl Durant waren. Mal Licht aus. Immer ruhig. Meine Oma fährt den Hühnerstall-Motorrad. Seh nix mehr. Ups. Ich hab mich hergekuschelt. Maggie, bist du da? Alles noch gut da, oder? Ich glaube, Maggie hat das nicht so gut überlebt. Du musst hier oben runterfahren. Wo ist Maggie? Hier oben rechts von mir. Maggie, fahr mal runter. Ah, ne, das bist du. Maggie, geht's dir gut? Hä, Maggie, lag doch hier. Maggie? Ich sehe die nicht. Ich auch nicht. Oh Gott, oh nein. Oh nein, bitte nicht. Maggie liegt hier. Oh nein. Ich hasse alles, ey. Wieso? Aua, oh Gott, ist das steil. Wieso?
Wie Wieso? Ach Gott. Oh Gott, es rutscht hier. Maggie, kannst du uns hören? Wer hatte die Idee, hier hochzufahren? Ich wusste nicht, dass Maggie direkt umfällt. Was soll ich das? Ja, jetzt. Ich habe nicht mal was berührt. Nee, wir müssen Medic rufen. Oh, fuck. Ich weiß. Mia, wie geht's dir eigentlich? Mia? Wir sind eben gerade auch umgekippt. Sie ist einfach nur hinten vom Motorrad. Ist einfach nur hinten vom Motorrad gefallen. Ich habe nicht gesehen, ob da irgendein Stein war oder so. Maggie? Maggie? Ja, wir müssen Medic rufen, dann wird kein Weg dran vorbeiführen. Wir müssen um den Dispatch setzen. Ah, fuck. Scheiße. Ja, rufst du an, oder was? Ja, na klar. Natürlich. Oh Mann. Warum haben wir immer so ein Glück eigentlich? Dabei war sie so lang krank und jetzt... Jetzt ist ja nichts groß passiert. Die Notrufzentrale des LSMD, wie kann ich helfen? Hallo, Nina Quinsley hier. Hallo, Frau Quinsley. Ach, ich täglich grüße das Murmeltier. Wir sind gerade in den Bergen mit den BFs unterwegs gewesen und irgendwie ist Maggie vom Motorrad gekullert und jetzt liegt jetzt liegt die irgendwie bewusstlos hier. Auf welchem Berg? Das ist jetzt Chilliard Naturschutzgebiet sind wir. Also ich müsste einen Dispatch irgendwie setzen. Ja, okay, Chilliard Naturschutzgebiet, weiß ich Bescheid. Dann schicke ich schon mal jemanden nach raus. Ihr schickt einen Dispatch nach. Sie ist bewusstlos. Kommt ihr noch an sie ran? Ja, wir sind bei ihr dran auch. Ich weiß auch nicht, also ich habe auch keinen Stein gesehen, wo sie sich hätten da dran stoßen können. Ich weiß nicht warum. Ja. Ob sie nichts getrunken hat oder ich weiß es nicht. Sie ist einfach runtergekullert. Das kann schnell gehen. Okay, Frau Quinsley, dann einmal Dispatch schicken. Ich schicke sofort die nächste Einheit raus, sobald es geht. Ja, mache ich. Ja, bis danke, dann. Ciao. Kann jemand einen Dispatch setzen an die Medics? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Ich habe keine Ahnung, wie das... Also, ich habe nicht mal die Nummer von der Medic. Ach so, ich mach schon. Soll ich dich vorne an der Straße abfangen? Nein, also, ich mach Dispatch gerade. Also, wir haben hier kleine Tracking-Tour gemacht, ne? Geländetour. Mehr nicht. Ach, scheiße. Das hat er sich abgesendet, oder? So, Notruf ist gesendet. Nee, ich habe ihm ja gesagt, wir waren hier mit den BFs unterwegs und Maggie ist... Ja, so war es ja auch. Die ist vom Motorrad gekullert. Ist sie ja auch. Mir ist ja nicht passiert. Ich weiß nicht, ob sie getrunken oder gegessen hat, ehrlich gesagt. Ich schau mal kurz da oben zu der BF. Wenn ich da irgendwie hinkomme. Ach, das läuft ja wieder fantastisch. Bitte fahr ein bisschen weiter außen rum. Hier sind Steine, falls du es nicht siehst. Ich weiß, fahr links rum. Oh, die rollt hier, ne? Ja. Und bei euch so. Naja, wir wollten ja Zeit totschlagen haben. Wer wollte hier links hochfahren? Ich bin einfach gefahren. Und dann ist Maggie runtergekullert vom Motorrad. Mia, wie geht's dir eigentlich? Wir sind nämlich eben gerade auch umgekippt. Also, mir geht's soweit ganz gut, dankeschön. Okay. Na, zumindest haben wir jetzt Zeit bis zum nächsten... Die Bullen 100% auch. Ach, wieso denn? Die 100%? Die kriegen bestimmt auch Bescheid.
Warum sollten wir? Was haben wir denn gemacht? Wir haben doch, wir haben nichts gemacht. Wir haben Schlüsse nachgemacht und dann sind wir in die Berge gefahren. Oh mein Gott, wir sind richtig böse Jungs. Wie sie uns direkt hinterher gefahren sind, ne? Ja, können sie doch machen. Ja. Sind halt in die Berge gefahren und wollten ein bisschen. Ja, ich meine, hallo, wir haben BFs. Ich weiß. Das, was soll dagegen sprechen? Eben, wir wollten nur unsere neuen Spielzeuge austesten. Ist halt echt so. Wo ist das Problem? Wir haben keinen Raub gemacht oder so. Gelbe BFs, die schon gesucht werden. Es wird eine gelbe BF gesucht und die haben kein Kennzeichen. Ja, und? Effektiv können sie was nachweisen? Gar nichts. Von daher Arschlecken. Wenn wir hier einen Ausflug machen, machen wir einen Ausflug. Kann der gerne wissen, ja, dass das Maggie hier umkippt. Scheiße, ja. Achso, wer will denn eigentlich noch das Brecheisen? Rebecca brauchte das. Achso, ja. Stimmt. Jetzt nicht, dass Mia weg muss. Das ist ja blöd. Nee, kann sie nicht. Das wäre uns schwierig. Maggie. Könnte sie mal auf dieser stabile Seitenlage legen oder so? Hab ich schon. Hab ich schon gemacht. Okay. Er hat mich direkt erkannt an meiner Stimme. Irgendwie scheine ich öfter mit ihm zu telefonieren. Ich glaube, ich habe mein Dispatch richtig gesetzt. Ja, PD wäre jetzt schlecht. Nee, ich habe das eigentlich ans Medical Department geschickt. Kurzes Feedback. Ich glaube, den Pinina hat es auch erwischt. Oh, sehr schön. Karma. Karma, du Arsch, ey. Wie, den Pinina hat es auch erwischt. Heißt aber. Den Link hier unten, oder was? Ich wurde. Nein, ich wurde gerade angerufen. Ich soll ein Polizeiauto abschleppen. Auch wo? Das weiß ich jetzt nicht, weil Dispatches kann ich momentan nicht empfangen. Achso, okay. Ich meine, wenigstens sind wir hier gut an der Straße, das sehen die auf jeden Fall. Sollen wir sie sonst abholen gehen? Was? Hier, ja. Okay. Was? Die holen sie nicht ab, sie hat sich ja nicht gestoßen oder irgendwas. Hört die aber auch, oder? Ja, hören wir. Ja, ich sehe sie auch. Maggie hat sich ja nicht gestoßen, die ist einfach nur runtergekullert, also warum sollten wir sie jetzt mitnehmen? Kommt er noch mit? Keine Ahnung. Also ich höre nur eine Sirene. Ja, ist nur so ein SUV. Ich habe ja auch gesagt, wir sind in den Bergen. Hola. Hola. Einmal folgen. Ray, wenn du mal hinterher, du kannst schneller als ich. Achtung, mutig. Ja. Das alles gut, das kriegen wir hin. Einfach mal ein kleines bisschen Abstand nehmen. Natürlich. Ein bisschen hier Platz machen. Natürlich. Und ich hole schon mal alles aus dem BTF. Da. Freddy. Was macht denn Freddy? Legt im Busch. Warum? Weiß ich nicht. Warum? Die kann raus. Oh Mann, Maggie. Komm zurück ins Licht. Oh Gott. Ja. Boah, es ist ein bisschen schwierig, aber ich werde ihnen mal ein bisschen helfen, dass sie sich hier vernünftig hinsetzen können. Oh Gott. Gut.
So, wie geht's Ihnen denn gerade? Wie schlimm sind denn die Schmerzen? Ich habe mordsmäßig Schädelweh. Auf Skala von 1 bis 10? 10. Eine 10? Ja. Okay. Wo genau, oder ist der komplette Schädel einfach am Schmerzen? So eher hinten, Hinterkopf, Nacken, so. Hinterkopf, okay, Moment, ich probiere mal hier erstmal ein bisschen zu schauen. Ja. Hm. Ja. Okay. Wir müssen sie einmal definitiv im Liegen transportieren. Wir werden sie auch auf jeden Fall mitnehmen müssen. Wir werden ihnen jetzt gleich erstmal ein Schmerzmittel verabreichen. Mhm. Tun Sie mir bitte... Ja, ist okay. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Ist Ihnen gerade schwindelig oder ist Ihnen übel? Das nicht. Beides nicht? Nee. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr großen Glücksfall. Tun Sie mir bitte einen Gefallen, sollte Ihnen irgendwie schwindelig oder übel werden, sollte Ihnen irgendwie grau vor Augen werden oder schwarz vor Augen gar, dann bitte einmal sofort rufen. Sie müssen auf jeden Fall probieren, wach zu bleiben. Wenn Sie mehr einschlafen, ist das sehr, sehr gefährlich für Sie. Oh, okay. Gut, so. Hast du das Schmerzmittel dabei? Ja, haben Sie irgendwelche Allergien, die Damen? Nee, nichts, okay. Nichts, was ich wüsste. Gut, dann bekommst du hier einmal Dipidolor. Kannst du direkt intravenös geben. Ich lege ihr mal einen Stiffneck an. So, nicht wundern. Ich werde jetzt einmal hier ein bisschen ihren Ärmel hochmachen. Mhm. Aber die Gänge. Dann nicht wundern, das wird gleich ein kleines bisschen frisch werden einmal. Ich werde das einmal desinfizieren. So, dann tupfen wir das währenddessen ab. Sie bekommen jetzt eine Spritze, das wird einmal ganz leicht pieksen. Ja. Da aber einfach mal nicht erschrecken, das ist ganz gut getarnt. Ich werde nebenbei ein bisschen abtupfen, das löst ein bisschen die Reaktion ihres Körpers. So, da haben wir nämlich schon fertig einmal. Das heißt, ja. Sie haben jetzt einmal Dipidolor bekommen, das wird gleich ihre Schmerzen ein bisschen lösen. Das wird die Zehen auf jeden Fall erstmal nach unten bewegen. Die Schmerzen werden jetzt nicht sofort weg sein, aber in 2-3 Minuten wird das langsam anfangen und dann wird es auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen besser. Ich werde einmal noch probieren, weil das sonst hier am Stiffneck vielleicht auch hängen bleibt und sie uns dann vielleicht noch einen anderen Schaden davon tragen. Ich werde einmal das Bandana kurz ein bisschen hinten lösen. Mhm. Dass auch ein bisschen der Druck vom Kopf wegkommt. So, ich packe ihn das einfach mal hier in die Jackentasche. Dankeschön. Ist das bei Ihnen? So, und dann würden wir einmal kurz eine Auflage nehmen und würden sie ins Fahrzeug transportieren. Mhm. Warte. Ja. So. Kollege hat es ja schon da, nimmt sie jetzt kurz rüber. Dann wäre super, wenn uns vielleicht noch eine Person von den umstehenden Personen hier helfen könnte, dadurch, dass es gerade ein bisschen, ja, ist keine vernünftige, flache Ebene hier. So, dann würden wir sie nämlich einmal hier so leicht rübernehmen. Perfekt. Würden auf 3 dann einmal sie vernünftig richtig hochheben und dann zum Auto bringen. So. 1, 2 und 3. So. Dann ganz vorsichtig und langsam, damit wir auch ja nicht umkippen, umfallen oder irgendwas. Oh. So. Geht. So, super. Danke, die Dame. So. Schaffen wir das? So. Dann. Ich öffne mal eben. Hast du? Ja, ich hab. Können wir reinschieben, wenn du das hast. Öffne. Gut. Ach, diese Sirene-Ohr. Ja, ist kannst super du reinschieben? Ja, ich probiere schon. Moment. Ah, ist ein bisschen schwierig über die Schräge hier nach oben. So, gut. So, gut. Die Herren, die Damen, Sie können, wenn Sie wollen, dann einmal zum MD nachfahren. Yay. Mitnehmen können wir jetzt hier leider niemanden gerade, aber... Alles gut. Gut. Yay. Dann bis gleich. Brauchen Sie bis noch gleich. Den Namen von ihr oder haben Sie den? Wenn Sie mir den ganz kurz nennen können, wäre ja, das super. Quinsley ist Nachname. Habe ich aber schon am Telefon gesagt. Genau, Maggie oder Margareta. Okay, alles klar, super. Danke. Bis gleich. So. Also, du fährst hinterher und wir fahren in die Hood und holen Auto. Echt? Oder? Ja, fahr direkt hinterher, falls vor Ort noch irgendwas ist.
Ja, so schnell ist es dann auch schon wieder vorbei. Geil, das hat sich richtig gelohnt, ey. Ja. Scheiße, wir können auch mit BMs da hinfahren, oder? Oder dann, dann nehme ich die schwarze BMW und fahre hin, wenn ihr in die Hut fahrt. Ja, wir... Also ich würde gerne hier mitfahren. Bei mir? Ja. Ich muss einmal zum ACSA, ich muss noch Schlüssel aushändigen. Warte. Ach, so jetzt. Kommst du rauf? Alles da, danke. So, dann fahre ich zuerst. Warte mal, ich komme eh dran vorbei, ja. Gut, ich setze mir kurz beim ACSA für Schlüssel, ja? Restwood. Was? Keiner, hoffe ich. Ne, Rest zur Hood oder nicht? Ach so, Rest zur Hood dann, ja. So, damit ich hier nicht die nächste anwerfe. Das war vielleicht das, also, wie das passieren konnte, frage ich mich aber trotzdem, ne? Jetzt mal ohne Witz. Das ist ja... Und die Pedine hat es erwischt, oder was? Also, ich weiß nicht ganz genau, ob hier im Norden oder halt woanders, aber ich habe kurz unmittelbar danach einen Anruf bekommen. Und da wurde mir mitgeteilt, ich möchte doch bitte ein Polizeiauto abschleppen. Okay. Ups, Entschuldigung. Jetzt gerade, ob das gerade der kürzeste Weg ist, ich meine schon, oder? Ja, auf jeden Fall der schnellste und unkomplizierteste. Okay. Ah, da habe ich ja richtig Bock drauf jetzt, ne? So war es aber auch, ey. Letztens die BF im Wasser und jetzt Maggie, ey, da. Gibt's doch gar nicht. So viel Pech muss man erstmal haben. Du musst jetzt Schlüssel aushändigen. Ah ja, da holt kurz jemand Schlüssel ab. Ach so. Okay. Ja, das war aber gestern schon verabredet. Ach so, okay. Ich dachte nur, wir wären schneller fertig. Ja, es konnte denn keiner wissen, dass das jetzt hier so läuft, das Ding, ne? Das kann ja keiner riechen. Ja, das stimmt. Hoffentlich geht's ihr gut. Also dadurch, dass sie gesagt hat, ihr ist nicht schwindelig und sie ist nicht übel, glaube ich, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass sie keine Gehirnerschütterung hat. Nicht mal eine leichte. Ist zumindest ein gutes Zeichen, nur mit ihrem Kopf macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Wie waren die Pupillenreaktionen? Ich, keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Achso, okay. Ich habe das nur mit dem Spray habe ich mitgekriegt und dass irgendwas im Kopf ist, aber mehr habe ich da leider nicht mitgekriegt. Deswegen, ja, weil der Arzt meinte, wenn ihn schwarzer Augen wird, etc. Ja, weil er jetzt nicht schwindelig ist und nicht übel, falls sie jetzt halt doch noch, ne? Irgendwie umkippt oder sowas, glaube ich. Da war das gemeint. Oh Mann, ey, habe ich hier richtig Bock drauf. Ach ja, liebes Medic Department, wir kennen uns ja schon. Einer von den Quinsleys liegt da immer drunter, entweder ich oder die Maggie. So eine Kacke. Okay, also ich denke mal, wir werden jetzt relativ zeitnah nicht starten, richtig? Schwierig. Dann würde ich mich jetzt gleich umziehen und kurz den Polizisten abschneiden. Und es ist noch wahrscheinlicher, weil die stellen das Auto jetzt in Palette Bay ab. Ach so, okay. Ja, schwierig, sonst müssen wir das morgen machen, weißt du? Ist ja nicht so schlimm, rennt jetzt ja nicht weg. Haben wir da schon Geld verdient. Wir hätten mal lustiger gewesen als Reis, ne? Oder die. Aber gut, jetzt wird das wahrscheinlich mit Maggie auch erstmal eine halbe Stunde dauern, gehe ich mal von aus. Ich glaube, die Bullen suchen nach uns. Ja, ich denke mal, bis dahin. Wieso suchen die nach uns? Wir haben noch gar nichts gemacht. Weiß ich nicht, ich bin gerade an einer stehenden Polizei vorbeigefahren, die waren an so einem Auto. Und dann sind die mir direkt hinterher, aber mich schon direkt versteckt. Ja, fahr doch einfach in die Hut. Mach ich auch. Wir haben noch nichts gemacht, also was sollen sie denn? Was sollen sie denn? Ja, fahrt mir mal hinterher, da vorne sind die Bullen. Wir sind jetzt beim ACSA gleich und dann bin ich gleich im... Nee, ich mein so. Schon sagen, ne? Hier links runter, ja. Die Autobahn. Ich weiß gar nicht, wo da das Problem ist. Das sind auch Niners. Also kann auch sein, dass die Niners sind. Alles klar, danke. Bis später. Naja, bis später. Die sind mir direkt hin, aber egal. Scheiß drauf. Ich fahr zurück.
Hola. Die Cops suchen mich. Ja, irgendwie höre ich hier nur blaue Licht. Ja, ich weiß, aber wir haben nichts gemacht, von daher mir egal eigentlich. Sind folgen uns die ganze Zeit, wir machen gar nichts. Wir gerade Schlüsse nachmachen. Ja, die habe ich gerade hier abgesetzt, die Frau Feier. Bei euch auf dem Parkplatz. Ja, die ist drinnen. Kannst reingehen, ich bin nur wegen ihr hier. Ich hab meine Info bekommen. Genau. Ich komm rein. Tusen. Also der Jerry von den Guardians meinte gerade, die suchen nach mir, aber warum weiß ich jetzt auch nicht. Rebecca und ich sind in der Hut. Okay, ich bin jetzt gerade am Department angekommen hier. Hola. Hallo. Hallo. Ich störe euch nicht weiter, ich würde nur Hallo sagen. Alles gut, stört mich. Was? Also ich bin jetzt im MD übrigens. Ich sehe gerade, wie Maggie in den Behandlungsraum gebracht wird. Ich sitze da mal hier rum. Ach ja, dann warte ich mal hier und werde dann demnächst wieder die Aufnahme starten.